Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem LS22-RP-Projekt Grow Level Up. Es geht wieder los. Wolle, bist du bereit? Ja, Wilmi! Go, go! Ich habe mich gerade hier mit 13.900 Liter Gras hier hochgequält, sag ich dir. Ey. Ich fahre das jetzt zu uns ans Feld, und also an den Hof, auf die Wiese und kipp das ab. Ja, und ich mähe weiter das Fußballfeld. Genau. Und ihr Lieben, ganz wichtig, morgen ist Grow auch wieder live auf Twitch. Also wenn ihr vorbeischauen möchtet, macht das gern. Wir freuen uns, wenn ihr auch live bei uns im Chat mit dabei seid. Ich bin gesprungen. Ja, genau so freuen wir uns. Go, go, Grow. Go, go, Grow. Für die Spicy Chickens. Ja, Mann. Genau. Haut mal in die Kommentare und in den Chat hier Go Spicy Chickens Go. Da freuen wir uns immer, wenn wir das lesen. Das tun wir. Und in jedem Kommentar, den ihr schreibt, müsst ihr am Ende Go Spicy Chickens Go schreiben. Da freuen wir uns, da freut sich Wilma und Wolle richtig dolle. Oh ja. Ja, Wilmi. Das tun wir. Auf jeden Fall. So, pass auf, ich bring dir den Ladewagen schnell wieder runter. Bitte. Und dann verpiesel ich mich zur nächsten Challenge, ja? Ja, Aufgabe. Mach das. Ja, was ist denn die nächste? Die nächste Aufgabe ist... Oh, warte, ist noch nicht angenommen. Doch. Ist doch nur Wasser, oder? Geht zum Händler, besorgt euch eine Feldspritze, Pflanzenschutz. Achso, wir sollen Pflanzenschutz auf dem Feld machen, was wir damals hier diese Multifrucht da gemacht haben. Oh, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel bringt denn überhaupt das Siliermittel? Das ist eine gute Frage. Weißt du das, wenn wir das Gras aufsammeln, wie viel das Siliermittel bringt? Nee. Weiß ich nicht. Aber das bringt doch ein Plus, oder? Bin ich doof? Kann ich dir jetzt tatsächlich auch gerade gar nicht so sagen. Ja, das Siliermittel ist dafür da, dass der Ertrag besser ist. 5%. 5%. Okay, also was ist denn, wenn ich das einsammel, auskipp? Wird das dann immer mehr? Das wäre verrückt. Das wäre mehr als verrückt. Die Felder sind alle angesät, ne? Ja. Aber jetzt habe ich mal eine Frage, Wilma. Ja, Wolle. Wenn wir das ganze Gras... Wo ist der scheiß Sportplatz hin? Ach, da drüben. Wenn wir das ganze Gras, was wir jetzt gemäht haben, einmal einsammeln, haben wir dann 5... Und wieder auskippen, haben wir dann 5% mehr? Das wäre verrückt. Naja, aber so ist es doch. Oder bin ich jetzt doof? Nee, das scheint wohl nicht zu gehen. Naja, aber einmalig müsste es doch gehen. Einmal müsste es doch gehen. Dass es vielleicht nicht mehrmals ist, dass es dann siliertes Gras ist, so, das mag ja sein. Aber einmal müsste es doch eigentlich gehen, oder bin ich jetzt blöd? Geht immer wieder? Was? Sehr, sehr verrückt. Nee, oder? Gibt der da schneller aus, wenn du fährst? Nee. Immer? Nee. Es ist gleich schnell. So. Kann ich mir hier drüben das noch schnell einsammeln? Ja. Angeblich geht das immer wieder, Wilma. Es wäre aber ganz verrückt. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie getestet, muss ich ehrlich sagen. Also, ich kann dazu nichts sagen, muss ich ehrlich jetzt mal so... Pass auf, ich mache das jetzt mal so. Ich kippe jetzt mal hier 8200 Liter hin. Ja. 8200 exakt übrigens. Ja. So. 8200 Liter kippe ich jetzt hier ab. Gib doch ab, die Scheiße, wenn ich das wieder... Mach da nicht so faschig jetzt hier draus. So, und jetzt... Wir sind 5% von 8200. Ja, irgendwas halt, ne? Ich wollte gerade sagen, sammelt doch einfach ein, wenn es mehr ist, na, dann geht's. Ja, es muss ja schon passen irgendwie mit dem Meer. Naja, 8200 und, ne? Das ist doch schon so eine schöne Zahl. Sieht man ja, ob irgendwie, ob es wieder 8,2 sind oder was anderes. Wilma?
Hast jetzt wieder eingesammelt. Ja. Sind es 8,6. Das sind 400 Liter mehr. Hä? Wusste ich echt nicht. Das ist verrückt. Oh, warum verteilst du das denn so ekelhaft? Das ist ja... Es ist nicht ekelhaft. Das Was ist soll richtig das? Ekelhaft. Nein. Da, hau das doch auf einen Haufen, Mädchenskinder. Ich steck mal, da immer die ganze fest. Scheiße hier. Geh jetzt zur anderen Aufgabe. Lass mich das hier machen. Ja, okay, ich gehe zum Händler. Alles klar, Wilma. Tschüss. Das ist kreatives Abladen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Vor allem, ich bin die ganze Zeit immer festgesteckt in diesem blöden Haufen. Soll er da mal nicht meckern? Was soll denn das? Das ist übel, sage ich euch. Das ist übel, wenn das geht. Also ja, es ging, aber Real Talk, mit sowas will ich nicht arbeiten, ehrlich nicht. Das ist für mich halt Schummeln, ne? Das jetzt einmal testen, das ist was anderes, ne? Wir haben es einmal ausprobiert, ne? Nur um zu wissen, ob es geht, wenn wir es jetzt die ganze Zeit machen würden. Das fände ich krass. Das fände ich mehr als krass. Das wusste ich nicht. Das ist dann wieder ein Schlupfloch. Ja, natürlich. Das ist definitiv wieder ein Schlupfloch, ne? Obwohl, da muss ich halt auch sagen, also ich glaube, wenn die PA mitkriegen würde, dass jemand das die ganze Zeit macht, ne? Immer wieder, wieder, wieder. Da würden sie auch sagen, nee, sorry. Geht nicht, ne? Das könnte ich mir im Leben nicht vorstellen, dass sie das irgendwie durchgehen lassen. Aber es ist verrückt. Wie kommt das? Wie kann das sein, ihr Lieben? Wodurch wird das denn mehr? Genau, das wäre Bug-Using, absolut. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Aber ich sage jetzt mal so, ich finde gut, dass wir es jetzt einmal gesehen haben, dass das geht. Warum? Warum fährt dieses Ding nicht? Was ist Retalk? Es fährt gar nicht mehr. Was ist, warum? Kann mir das mal gerade einer sagen, warum fährt das Ding nicht? Ich komme weder vor noch zurück. Mir das Ding da wieder raus, ne? Was ist das denn? Ja. Hing ich da irgendwie an dem Zaun fest? Muss, ne? Guck mal. Muss, okay, wir halten uns von dem Zaun fern. Jetzt fährt er wieder ganz normal. Merkwürdig. Auf neutral? Ich hab, wie das denn? Hey, wie habe ich das denn geschafft? Ich hab gar nichts getippt. Egal. Ich hab doch gar nichts angetippt. Irgendwie durch Zufall drauf gekommen sein, ne? Aus Versehen. Das ist ja interessant. Opa. Egal, 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 egal. Wir fahren, das ist die Hauptsache. Nee, aber das, wie gesagt, das Liebe kostet ja auch was. Ja, aber wie gesagt, das, also, ne? Wilma! Ja, bitte! Wollen wir mal in die hohe Kammer? Ja. Was machen wir da? Ja, komm mal mit. Okay. Hier ist immer schön. Hier sind sehr viele nette Menschen. Hier sind wir gerne, ne? Ja. Oh, ey, vielleicht Wilma, haben sie ja heute Zuckerrüben für uns. Wilma, die haben mir eine Spritze gegeben, das kannst du wieder keinem anbieten hier. Wieso? Ach Mann, das ist so gemein, was die machen. Oh, Wolle. Ich soll jetzt das Feld spritzen und ich habe hier eine Spritze, das kannst du dir nicht ausmalen. Ups.
7,80 Meter, geil. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hallo, Familie Ackerer wieder. Jimmy. Oh, hi, haben Sie uns schon vermisst? Ja, aber Sie müssen ja nicht gleich schreien. Ja, die Wilma ist manchmal ein bisschen aufgeregt. Ist das so? Ja, aber nur manchmal. Okay. Was kann ich für Sie tun? Wir haben eine Sache. Und zwar, uns ist was aufgefallen und das wird mir Ihnen melden. Ja, bitte. Und zwar, wenn man einen Ladewagen mit Ziliermittel hat, mit Ziliermitteltank, so wie wir das alle haben, ja, dann können sie das Gras aufsammeln. Ja. Und wenn sie das abkippen und wieder aufsammeln und abkippen und wieder aufsammeln und abkippen und wieder aufsammeln, naja, Sie wissen, was ich meine. Das also immer wieder machen. Ja. Dann kriegen sie immer mehr Gras. Ist das so? Aus dem Nichts. Verstehen Sie, wie wir das meinen? Also wir haben das selber nicht geglaubt, aber wir haben das jetzt ein einziges Mal getestet. Und wir hatten danach fast 500 Liter mehr in dem Ladewagen. Und das nur bei halber Füllung. Du meine Güte. Ist nicht so wenig. Das ist wohl richtig. Lohnt sich auf Dauer. Ich wollte Sie nur sagen, nicht, dass da jemand das vielleicht macht. Und weil ich finde, das ist schon, also ich meine, Gras entsteht ja nicht aus dem Nichts. Das ist dass richtig. Sie Bescheid wissen. Wissen Sie? Vielen Dank dafür. Nee, wollten wir nur mal. Ist mir so tatsächlich auch noch nicht bekannt gewesen. Uns auch nicht, aber wir haben das jetzt einfach, uns kam gerade die Idee so und dann haben wir das einmal getestet. Wie gesagt, wir haben es wirklich nur einmal gemacht und dann haben wir gesehen, dass bei dem halben Ladewagen 500 Liter knapp mehr drin waren. Du meine Güte. Ja. Mhm. Das nennt man dann ja wohl Käfer-Using, oder? Ja, richtig. Ja. Das ist, ja genau. Diese Bugs hier, diese Käfer hier, die, genau. Ja, da würde ich Ihnen mal empfehlen, aus dem Wald rauszukommen. Alles klar, kriegt man, weil wir das auch brav gemeldet haben, 10.000 Liter Zuckerrüben. Was wollen Sie eigentlich immer mit Zuckerrüben? Die Seitenstecher haben uns da so ein Ei gelegt. Ja. Ja. Die wissen ja auch, wie sie das Ei wieder öffnen können, ne? Ja, wie denn? Indem sie vielleicht Zuckerrüben anpflanzen. Nee, das wollen wir nicht, das dauert uns zu lange. Ja, dann kann ich ihnen da leider nicht helfen. Achso, naja, wir machen so lange weiter, bis sie uns die freiwillig schenken. Also wir ich geben glaube, nicht auf. Dass das nicht passieren wird. Wir geben nicht auf. Na gut, wir alles klar. Wir werden immer wieder fragen. Sie wissen auf jeden Fall mal Bescheid wegen dem Käfer, ne? Ja, ich weiß Bescheid mit dem Käfer. Vielen, vielen Dank. Kein Problem, immer gerne. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Oh Mann, Wolle? Das ist nicht den Ernst mit der Spritzer. Ja? Hast du die Befürchtung, dass das schon jemand anderes wusste und deswegen hast du das da gesagt? Nee, ich weiß ganz einfach, dass wenn wir das jetzt getestet haben, dass definitiv das alle anderen erreichen wird. Okay, ich verstehe schon, ja. Und somit wollte ich da jetzt das wenigstens mal der Huhnkammer melden. Direkt den Riegel vorschieben. Sehr gut. Ja, ich sag mal, das ist halt, also, ja. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das jemand zutrauen würde, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Ja. Ne? Und dann ist das ja auch schon blöd, weil, wie gesagt, Sachen aus dem Nichts sind ja auch noch nicht entstanden. Das ist richtig. Wäre zwar cool, aber irgendwie auch nicht. Ja. Nein, das ist dann schon richtig so. Denke ich auch. So, ich hau hier gerade den ganzen Unkraut auf den Kopf. Warum haust du dir Unkraut auf den Kopf? Nee, nicht ich hau mir Unkraut auf den Kopf. So. Ich hau dem Unkraut auf den Kopf. Ach so, ja, das ist gut. Ja, hast du da oben das schon fertig? Passt. Weil... Ist jetzt noch ein... Was? Ja. Weil wir müssen langsam die andere Wiese anfangen zu mähen. Weil wenn nicht, mache ich das. Dann lasse ich das Unkraut erstmal hier Unkraut sein. Ich mache jetzt hier das letzte Stück, sammle alles ein, fertig. Ach so, ja gut. Genau, dann kipp das doch oben hin, wenn du willst. Auf unsere Wiese, die wir schon gemäht haben. Ja. Ist die Frage, soll ich hinkippen oder soll ich erstmal schon mähen? Achso, ja, wenn ich sammle es ein, dass es erstmal in unserem genau. Ladewagen ist. Genau. Und dann mach ich jetzt. Und dann gehst du gleich in den Mäher, genau. Das ist auch eine gute Idee. Genau so. So, da fällt mir gerade was ein. Die Quest gar nicht angenommen, die ich mache. Scheiße. Nee, natürlich habe ich die angenommen. Ah, die wird nicht angezeigt. Ja, irgendwie nicht.
Familie Ackerer, was können wir für Sie tun? Ja, moin Wolle. Was willst du? Nicht viel. Ich musste da zum Händler rein. Ich habe keine Schuld. Ja, ja, alles gut. Ich musste dort abbiegen. Ich musste da rein. Ich konnte nicht anders. Ja, alles gut. Ich habe gedacht, die Lücke passt. Ja, du sollst dich bitte bei der Polizei melden, deinen Führerschein dort abgeben. Ja. Und also, du sollst dich bei der Polizei melden. Du bist durch die Gesichtskontrolle gefallen. Du bist einfach zu alt, um jetzt weiterzufahren. Den Führerschein musst du abgeben. Tut mir ja leid. Und soll ich dir was sagen? Was denn? Ja, du sollst auch deinen Führerschein abgeben. Ja, aber nicht, weil du zu alt bist. Sondern? Wegen dem Bild da drauf. Wegen dem Bild? Ja, die haben Angst, dass die Polizisten tot umfallen, wenn sie dich kontrollieren, wenn sie das sehen. Das könnte natürlich sein. Das ist natürlich Trick 17, ne? Ja. Was willst du jetzt von mir, oder was? Willst du mich volllabern hier, oder was? Ich will dich volllabern gerade, ja. Will ich ja. Was, na? Find ich nicht schön, was du da getan hast, also. Was findest du nicht schön? Ich wollte abbiegen. Ja, geht gar nicht. Und wärst du mal 2 km/h langsamer gefahren, wäre das richtig gut aufgegangen. Aber nee. Und ich habe auch gesehen, wie du nach links gezogen hast. Du, ja, du, ist klar, Digga. Du Drecksau. Du Sau, du. Ich habe genau gesehen, wie du nach links gezogen hast. Ja, aber würd ich nie machen, sowas. Doch. Und was macht er gerade für eine Quest? Wo seid ihr gerade? Ich bin jetzt hier mit allem erstmal soweit durch. Ich nehme jetzt die nächste Quest an. Ja, aber was habt ihr denn gemacht? Hat Kalkquest gemacht. Kalkquest, ach so. Ja, wunderbar. Zum Steinbruch und dann Kalk holen, weißt du? Ja. Ja, ja, weiß ich. Haben wir ja auch schon gemacht vor, weiß ich gar nicht, wann das war. November oder so. Wie habt ihr das gemacht? Wie wir das gemacht haben? Ja. Also ich bin fertig. Ja, ja, aber du bist der letzte Mensch auf dieser Erde, den ich das verraten werde. Okay. Oder Wilma, was sagst du dazu, nachdem er dich da weggebounced hat mit den Karotten? Kannst du dich an die Karotten noch erinnern, Wilma? Oh ja, ich träume von ihnen. Der hat dir die Karotten, hat er dir förmlich um die Ohren gehauen, hat er dir die... Hat er. Was soll ich denn Karottensalat machen? Karottensalat gab's da. Es ging ja nicht mehr, der Salat ging nicht mehr, Wolle, das ist ja das Problem. Ja. Mit Absicht hast du uns ihre Karottenkisten weggeballert. Aber volle Pulle. Die wir dazu... Stehe ich auch zu. Natürlich stehst du dazu. Du freust dich ja noch, wenn der andere Schaden machen kannst. Ja, du doch auch gerade, oder nicht? Ich wollte da in die Lücke durch. Ja, ist klar. Und die Lücke hätte gepasst, wenn du einfach das Lenkrad festgehalten hättest. Dann hättest du gerade ausgelenkt. Ja, wenn ich aber nach links gezogen hätte, hätte ich dir ja noch mehr Platz gemacht, weil du musstest ja auch links rechts abbiegen. Nee, links abbiegen. Und ich bin nach links ausgewichen. Ja, dann passt das wieder. Nee, du bist nicht schwierig. Du bist nicht nach links ausgewichen, du bist nach rechts ausgewichen. Und ich wollte links abbiegen. Also in deine Richtung nach rechts und in meine Richtung nach links ist halt in die gleiche Richtung. Ach, das findest du? Nee, das weiß ich. So. Das ist eine Tatsache. Aha. Ja. Naja, gut. Ich sehe schon. Selbst im Alter keine Einsicht. Ist es okay. Was ist denn für Einsicht, du junger Schlösel? So jung bin ich auch nicht mehr. Nee. Hab mal ein bisschen Respekt vorm Alter hier, die Wilma und der Wolfgang, die haben schon ein paar bisschen mehr Sachen erlebt wie du. Ja. Du hast an die Windel geschissen, da haben wir schon auf dem Acker gearbeitet. Das kann wohl sein. Was, wenn ich alles erlebt haben? Genau. Wir haben die Kartoffeln haben wir schon geerntet, wo deine Mama dir den Brei gemacht hat und dich gefüttert hat als Baby. Da waren wir auf dem Feld und haben die Kartoffeln geerntet. Per Hand, ne? Die du gegessen hast, bestimmt. Du hast die gegessen, hast du die. Ich mag keine Kartoffeln. Wie, du magst keine Kartoffeln? Nee. Du bist ja wirklich, also du passt ja gar nicht in dieses Land. Gar nicht. Du magst keine Kartoffeln? Nee. In keiner Form? Keinster Form. Das ist auch keine Pommes oder so. Okay, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass das damals, dass das mit dem Händler da tut mir leid, dass ich dich da angebumst habe. Das ist gut, das juckt mich nicht so. Nee, aber ich merke schon, du hast einen Schaden genug fürs Leben, Alter. Ja. Keine Kartoffeln. Ey, kein Kartoffelbrei, kein Stampf, keine Röstis, keine Kaiserkartoffeln, keine Pommes, sag mal, was ist mit dir los? Was soll ich da sagen? Wie? Magst du Kartoffeln? Ich liebe Kartoffeln! Kloß, Alter! Kloß ist aus Kartoffeln! Was ist mit dir los? Ist du kein Kloß? Warte mal, Klöße sind aus Kartoffeln? Nee, aus Erdbeeren. Magst du Kroketten?
Allen sind auch Kartoffeln. Ja, aber war die Frage jetzt ernst mit den Klößen? Ja, die war ja echt ernst. Ja, natürlich sind Klöße aus Kartoffeln. Aus was denn sonst? Ja, weiß ich nicht. Aus... aus Kloß. Keine aus Ahnung. Der Kloßfrucht. Dachte, die wären chemisch hergestellt. Nee, da werden so kleine Mini-Klöße werden da eingepflanzt. Dann werden die irgendwann geendet. Das könnte wohl sein, ja. Muss man ja, aber was? Aber dann sag doch mal, was das du... Das ist wahrscheinlich das, was Tino gerade meinte, ne? Dass das gerade nicht was? Angezeigt wird, ne? Also, dann sag doch, was du gerne isst. Ich hab ehrlich gedacht, dass Klöße auf Semmeln gemacht werden. Der das nicht eben auch schon, und was ich sehr gerne esse, ist Fleisch und Reis. Reis? Also Fleisch in jeder Art und Form. Nee, es geht ja um die Beilage. Achso, also Nudeln, Reis, Kartoffeln. Reis, ja, Reis. Was so wie du aussiehst, bist du eher ein Nudelesser. Warum? Weiß ich nicht. Also Nudeln nicht so. Außer es gibt Schmetterlingsnudeln. Dann bin ich dabei. Aber sonst... Oh, schön, Schmetterlingsnudeln, ja, ne? Ja, oder toll. Die Buchstabensuppe, hä? Ja, das ist... Die Buchstabennudeln. Wenn man krank ist, Buchstabennudeln beste. Kannst du schon auch nebenbei ein paar Wörter bilden. Ja. Wenn man jetzt mehr wie drei Klassen hätte, könnte man seinen Namen schreiben, ne? Super, ja. Ja, gut, ich habe aber keine Zeit, was laberst du mich die ganze Zeit voll? Was laberst du mich denn voll? Ja, ich habe überhaupt nicht voll gelabert. Außerdem, was kann ich dafür, wenn ich Klassen überspringe? Ey, was ist das für eine Scheiße hier? Fahr den Rotz weg! Darf ja wohl nicht wahr sein. Ihr habt den Händler dich gemacht. Alles klar, tschüss. Alles klar, du Nudel, wir hören uns. Tschüss. Oh. Hehe. Sollen wir das hier jetzt noch ein, ne? Dann sind wir weg. Wow, alles von uns jetzt, ne? Wilma? Ja, wow. Der Händler hat mir gerade gedroht, XP-Punkte wegzunehmen. Warum? Weiß ich nicht. Lass mal die hohe Kammer gehen, die zeige ich an. Okay. Komm, ich mache jetzt den Anzeigenhauptmeister. Okay. Nee. Schon wieder hier. Wie schön. Ach. Wir können ja nochmal wegen Zuckerrüben fragen, als Entschädigung. Oh, hoffentlich kommt da jetzt noch einer hier, kurz vor Feierabend. Boah, ich krieg das nicht mehr fertig, Wilma. Ich habe schon viermal aufgetankt, ey. Hast du noch am Mähen? Nee, ich habe jetzt den Rest eingesammelt und jetzt gehe ich rüber zum Mähen. Was, du hast jetzt erst den Rest eingesammelt? Ja, ich hatte den einmal komplett voll, aber es lag immer noch was. Achso, du musstest nochmal hochfahren, ne? Ja, es waren nochmal knappe 3000 Liter, die noch lagen. Achso, Das Gras ist auch schon direkt wieder nachgewachsen. Achso, wie nachgewachsen? Achso. Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Hallo. Grüß dich. Na? Ich will eine Anzeige machen. Was will für eine Anzeige? Gegen den Gustav. Vom Händler. Warum das denn? Der hat mich bedroht. Womit hat er denn bedroht? Der hat gesagt, er nimmt mir XP weg. Also uns. Wofür? Der hat gesagt, beim Händler darf man nur 20 fahren. Habe ich aber jetzt auch das erste Mal gehört. Und es steht auch kein Schild. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt nochmal, dann nimmt er mir XP weg. Darf der das? Natürlich. Kommt da doch das nicht, oder wie ist das? Natürlich nicht. Aber wir kriegen dann dafür Zuckerrüben, oder? Richtig. Natürlich nicht. Kriegen wir aus Ausgleich 10.000 Zuckerrüben? Bitte? Vielleicht? Nein. Wolle, denk an das bitte. Bitte. Natürlich darf der Kollege Ihnen keine Punkte abziehen dafür. Ha! Aber ich möchte Sie aber trotzdem darauf hinweisen, dass der Landhandel natürlich bzw. Maschinenhandel ein Privatgrundstück ist. Und wenn der Besitzer bzw. die Mitarbeiter sagen, da dürfen sie nur 20 fahren, dann ist da auch Gottes Willen nur 20 zu fahren. Ja. Und dagegen wird sich nicht irgendwie gesträubt. Ich habe eine andere Frage. Ja, bitte. Kriegen wir Zuckerrüben? Bitte? Negativ. Nein, warte mal, Wilma. Und zwar wollte ich mal fragen, wie das ist, wenn man sich ein Forstgrundstück kauft. Ja, bitte. Wissen Sie schon, darf man dann die Fläche als Feldfläche ansehen? Ja, es gehört Ihnen, oder nicht? Ja.
Ja, sie machen sich die Arbeit damit, alles schön kurz und klein zu kloppen und machen sich die Arbeit damit, die ganzen Stumpen aus dem Boden zu ziehen. Von daher können sie dann auch irgendwie was weitermachen. Ja, jetzt habe ich aber was gesehen. Und zwar, das ist Hallo? Hä? Hallo? 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 Wie lange dauert das denn jetzt hier noch? Hast du hier ein Dauerticket bei der hohen Kamera? Warte mal ganz kurz. Mach das nicht, ohne Scheiß. Mach das nicht, du wirst es bereuen. Verpiss dich. Ja, umso mein länger Ding, du uns jetzt hier voll hast, umso kurz, länger dauert. Warte, ganz kurz, ich glaube, das ist auch zum Vorteil für euch. Die sammeln hier mit dem scheiß Ladewagen vom Hofbesitzer, den wir gekriegt haben, hier am Fußballfeld. Ja, das dürfen die ja auch. Warte mal, was? Aber das steht ja nicht in der Quest drin. Nee, das steht auch nicht drin in der Quest mit drin. Mit den Maschinen, die hier sind. Kurze Frage, wurde Ihnen gesagt, dass das halbe Feld gemäht werden darf? Muss? Nee. Auch nicht schlecht. Hatten sie schon wieder vergessen. Unglaublich. Wer sammelt mit dem Ladewagen? Das sind übrigens wir, die da sammeln, du Birne. Nee, das sind hier das Team, ich weiß nicht, wie die heißen. Nein, das waren wir. Ja, aber da sind gerade noch mal weiß andere nicht, drauf. Aber, ich hab ein Auge aber, drauf. Nein, pass auf, aber es ist ja so, ach so. Ich wusste gar nicht, dass ihr das gemacht habt. Ich bin hier. Nein, weil wir haben das, ja, pass auf, wir haben gemäht und haben das in diesen Meer eingesammelt. Ja, aber. Und dann haben wir das auf die Seite gekippt und haben das mit unserem Ladewagen abgeholt. Ja. Ja, aber in der Quest steht drin, dass ja, man die Geräte benutzen soll, die am Fußballplatz stehen. Und mehr, das ist, richtig. Das, haben wir und ja das ist leider kein Gerät, was am Fußballplatz steht. So. Ja, aber man kann, doch dann das, man kann doch dann das Gras abholen mit seinem Gerät. Was richtig, das mit dem Gras können sie ja machen, was sie wollen. Das ja, steht aber doch sogar dann in der Quest. Okay, sehe ich mit ein, ist alles voll okay, passt, aber dann bitte mal alle Teams so Bescheid sagen. Wir hätten das jetzt anders gemacht, weil es nicht wie in der gesagt, Quest drin steht. Wie gesagt, ihnen ist da anscheinend auch schon wieder was nicht zugetragen worden, dass nur das halbe Feld gemäht werden nee, darf, weil hier muss, Team, soll. Ja, Team andere weiß es wohl auch nicht, die mähen ja auch das ganze Feld. Ja, ich stehe hier und warte. Ist mir auch schon wieder ein Dorn im Auge. Ja, naja, jetzt bleiben Sie ruhig. Ja, Herr Beule, sonst gibt's mal eine richtige Beule. Ja, du kriegst gleich eine Beule, ey. Mit deinem Rumgepöbel hier, alles, sag mal, was ja. Bildest du dir ein, du? Alles klar, Opa, hab dich lieb, bis später. Tschüss. Ja, ist ja unmöglich, ey, wie kommst du mit dem aus? Mal ganz ehrlich jetzt. Wer, ich? Ja. Hab doch nichts mit dem zu tun. Ja, wenn du mit tierisch auf den Nusskasten gehst, wenn der jetzt mal rumpökt. Wenn sie wissen würden, wer mir hier alles auf den Nusskasten geht, ne? Wir nicht, ne? Naja, sie waren heute am meisten hier. Oh, hast du gehört, Wilma? Ich glaube, wir gehen hier auch aus dem Nusskasten. Ja, ich glaube auch. Oh Mann. Aber ich könnte mal einen neuen gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Naja, pass auf, was ich jetzt nur... Besorgen Sie mir einen Nusskasten? Nee, warten Sie, ich wollte Sie nur noch fragen. Und zwar, wenn ich jetzt... Hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt mit den Zuckerrüben. Wald kaufe, ne? Und dann sind da Bäume drauf und dann holze ich die alle ab und dann bringe ich die weg. Dann ja. Kriege ich da aktuell laut Ihrer Liste 1000 XP für 1000 Liter. Das weiß ich nicht. Das könnte durchaus sein. Das steht so drin. Und da stelle ich mir gerade die Frage, dann, das ist schon krass. Also, weil dann wenn das als einer macht, also dann müssen das definitiv alle machen, weil, sind wir mal ehrlich, wenn man da 50, 60 Bäume abgeholzt kriegt, naja, da sind wir halt auch schnell bei 200.000 XP-Punkten. Das ist schon, Sie wissen, wie ich meine, ne? Also, ich sag Ihnen da ganz ehrlich, unabhängig davon, wie viel oder was auch immer irgendwie abgegeben wird, kann man da natürlich immer noch mal über den Preis sprechen. Ja, es wäre nur gut vorher zu wissen, weil wenn, am Ende investiert man in den Wald und dann droppt der Preis vielleicht massiv, dann hat man da das verbraten. Und aber ich glaube, es hat ja noch keiner Wald. Könnte er droppen. Ja, es hat ja noch keiner weit gekauft, oder? Von daher das kann man das ja noch so beratschlagen. Okay, aber ich glaube, das Telefon hat geklingelt. Bei ja, wem schon... denn, du? Hallo? Stopp? Nee. Hallo, Herr Ackerer? Ja? Ja, ist Herr Gutmann. Ja? Ich wollte Ihnen bloß Bescheid sagen, da Sie ja überhaupt nicht einhalten möchten. Guck mit Sie das! Guck dir das an, Gustav! Gustav, hast du das gesehen? Ja, klasse. Aber hast du das gesehen, Gustav? Mit unseren KMH-Richtlinien. Nein, mach ich doch! Sie sind gerade vorhin. Ich hab das doch gemacht! Mit,
mit 60 auf den Hof gefahren und mit 55, nein, Gustav. Sie jetzt 35 XP abgezogen. Sagen Sie mal, Herr Ackerer, also wirklich, was soll das denn? Jetzt hören Sie auf. Gustav, hast du gerade gesehen, wie ich die Spritze eingeparkt habe? Alles gut, die XP wurden gerade auch schon abgezogen, die 35. Also bitte in Zukunft dran halten, Dankeschön. Schönen Tag Ihnen noch. Tschüss. Wilma, wir müssen doch Perks setzen. Ja, wir hatten uns doch schon entschieden. Setzt du die einmal? Ja. Ich hol uns mal XP zurück. So, ich sag dann mal Tschüss und bis später und so, ne? Und Entschuldigung, dass wir heute so oft gestört haben. Kein Problem. Okay. Ich war zwar am meisten hier, aber Sie haben die angenehmsten Fragen gehabt. Haben Sie dafür vielleicht Zuckerrüben für uns, bitte? Mit dem Nusskasten muss ich mir das nochmal überlegen. Okay. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt müssen wir mal ganz schnell gucken. Wir haben gesagt 10% und nochmal leihen, ne? Ist das richtig? Wilma? Wolle 10% und nochmal die Geräte leihen, ne? Ja, wegen der Silage, ja. Gut, also 10% und leihen. Ist angegeben. Das Feld schon du bist dabei, ne? Ich bin dabei, ja. Oh, Wilma, ey, wir müssen richtig Eier machen mit dem Gras. Das Feld hier kriegen wir nicht mal ansatzweise fertig, ne? Also, na, das doch, ist halt müssen wir. Das muss fertig werden, definitiv, deswegen. Wolle, das Feld 16 ist riesig. Ja, macht nichts. Deswegen, aber es muss fertig werden. Das nützt alles nichts. Wir müssen da, sonst geben wir eine Wachstumsstufe hier abkacken. Ja, wir schauen mal. Wir kriegen das schon hin, Wilmi. Ja. Alles klar. Wilmi? Ja. Ich habe zwei neue Aufträge angenommen. Der eine Auftrag ist, wir sollen eine Baustelle finden und sollen da zwei Mal Schotter hinbringen vom Dings unten. Ja. Und der andere Auftrag ist, wir sollen ein Feld von uns bearbeiten, egal ob Flügengruppe an Ansaat oder Ernte. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Ja. Ja, Hauptsache wir bearbeiten es und gibt 1000 XP jeweils. Oh, das ist schön. Ja, es gibt jetzt immer 1000 XP anscheinend. Es ist wieder ein bisschen aufgestiegen. Oh, das ist richtig gut. Na gut, in diesem Sinne, will man sagen, ja. Feierabend für heute, ne? Ja. Ja, ihr Lieben, damit sind wir auch in dieser Folge schon wieder durch. Die Zeit rennt einfach wie verrückt. Ja, war spannend. Wir hoffen natürlich, dass es euch wieder gefallen hat. Wir freuen uns unglaublich auf eure Kommentare. Wie gesagt, morgen, Montagabend, könnt ihr uns live bei Twitch sehen, hier bei Grow. Und ja, Tino, es war wieder ein Fest. Und dementsprechend würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.